Ja, ich bin der Markus Mitterach, bin gelernter Fotograf und beschäftige mich seit vielen Jahren mit meiner Heimat intensiv als Fotograf. Heute ist eine Wahnsinnsfernsicht, super klare Luft und ich fahre jetzt einfach mal auf und schaue, was es gibt oben. Vielleicht ergibt sich das eine oder andere Bild oder Panoramaaufnahmen, da braucht man besonders eine gute Fernsicht. Normalerweise fahre ich ja nicht so oft mit der Hanenkammbahn. Wenn ich Skifahren gehe oder Skitouren gehe, meistens steige ich in Jochberg ein, Wagstedt oder bei der Fleckheimbahn. Wobei einmal im Jahr bin ich besonders oft bei der Hanenkammbahn, das ist beim Hanenkammrennen, weil ich da auch fotografiere und dadurch fahre ich in dieser Woche oft auf und ab. Ich bin leidenschaftlicher Landschafts- und Heimatfotograf seit vielen Jahren, drücke das aus mit meinen eigenen Produkten wie Bücher, Kalender, Wandbilder. Und ja, das liegt mir schon sehr am Herzen. Vor allem habe ich die Heimat richtig schätzen gelernt nach einigen Jahren im Ausland. Ich habe ja meinen Beruf in Deutschland gelernt. Ich habe eine klassische Fotografenausbildung gemacht, eine Lehre mit Gesellenprüfung, mit Wanderjahren, einer Meisterprüfung. Das gibt es ja heute kaum noch, weil das Gewerbe ist ja mittlerweile frei seit 10 Jahren, seit 2014. Und wie ich dann zurückgekommen bin, ich habe dann noch 3 Jahre beim Fernsehen gearbeitet, als Kameramann. Das finde ich übrigens eh ganz lustig heute, dass wir die Seiten wechseln, weil normal sitze ich auf deiner Seite. Und in der Zeit als Kameramann war eben das Spannende, dass ich sozusagen 2 bis 3 Jahre weltweit unterwegs war. Ich habe die Welt kennenlernen dürfen, vor allem habe ich gedreht im Sportbereich, Politik, Wissenschaft, war bei Olympischen Spielen dabei, bei Weltmeisterschaften. Ich war damals in Hongkong dabei bei der Übergabe an China 1997 zum Beispiel. Also waren viele tolle Erlebnisse. Oder waren wir auf einem Eisbrecher im Nordmeer unterwegs für Welt der Wunder, wenn das noch jemand kennt, diese Sendung. Ja, und diese Zeit im Ausland war sehr spannend, aber irgendwann wollte ich dann wieder sesshaft werden. Weil wenn man ständig unterwegs ist, verliert man natürlich auch viele soziale Kontakte. Und das war dann der Grund, warum ich 1998 wieder zurück bin in die Heimat nach Kitzbühel. Und da habe ich dann richtig erst, oder anders gesagt, ich habe mich dann eigentlich neu verliebt in meine Heimat. Und das war eben der Beginn, dass ich mich so intensiv damit beschäftigt habe. Aber nicht nur mit Landschaften, auch mit den Menschen, mit den Leuten. Das ist eben das Spannende an meinem Beruf, dass man diese Mischung hat aus Natur, Landschaften und Menschen. Aber natürlich nebenbei immer nur klassische Auftragsfotografie. Das sind so die regelmäßigen Einkünfte sozusagen. Aber ich versuche immer mehr frei zu arbeiten, unabhängiger werden von Aufträgen. Und das funktioniert gar nicht schlecht mit meinen Büchern, mit meinen Kalender und vor allem mit meinen Wandbildern. Weil ich habe natürlich ein riesen Bildarchiv, was sich die letzten 25 Jahre angesammelt hat. Und wenn jemand ein schönes Bild haben will an der Wand, kann er natürlich aus dem Vollen schöpfen und sich was Schönes aussuchen. Jetzt bist du da sehr viel in den Bergen unterwegs, in der Bergwelt. Was sind da deine Lieblingsplätze? Den einen Lieblingsplatz gibt es nicht, weil es ist die ganze Region einfach so schön. Das ist ein Wahnsinn, wo wir daheim sein dürfen. Aber besonders gern bin ich in die Südberg unterwegs, im Gebiet von der Sintersbacher Alm, vom Thorsee. Im Auracher Wildalmgraben bin ich sehr gern. Winters wie Sommers, weil ich gehe auch sehr gern Skitouren. Ich bin ein leidenschaftlicher Skifahrer, aber noch mehr liebe ich das Variantenfahren. Und gerade fürs Fotografieren ist es halt besonders schön, wenn man ein bisschen abseits vom Skigebiet unterwegs ist und diese traumhaften Winterlandschaften hat. Ich sage immer ganz gerne, ich bin eigentlich ein Tiroler. Und die Kitzbüheler Alpen sind sozusagen mein Revier. Und das geht wirklich von Solbach-Hinterglemzell am See, wo die Kitzbüheler Alpen losgehen, bis ins Zillertal. Wildschönau, das ganze Brixental natürlich, das Altbachtal, das gehört ja alles zu den Kitzbühelalpen. Wäre meiner Meinung nach eine perfekte Tourismusregion als Einheit. Aber das ist halt auch nicht immer so einfach. Es sind 2 Bundesländer, viele verschiedene Gemeinden. Aber das ist so mein Revier, wo ich das ganze Jahr unterwegs bin. Mir ist wichtig bei meinen Sachen, dass es nicht nur um die Natur und die Landschaft geht, sondern um die Menschen. Der menschliche Faktor, das macht auch die Bücher bunt, wenn da Gesichter drin sind, und da suche ich mir natürlich also aus meiner Sicht interessante Leute raus. Und das ist auch bunt gemischt. Gerade für mein neues Buchprojekt habe ich mir eben auch zwischen Reit und Jochberg interessante Leute, Frauen, Männer, Jung, Alt, aus allen möglichen Richtungen ausgesucht.
Mein neues Buch ist so gut wie fertig, das erscheint ja in Kürze. Aber vielleicht ergibt sich noch ein allerletzter Schuss, weil eben die Bedingungen heute so perfekt sind. Und ich gehe jetzt dann rauf auf diese Aussichtsplattform am Hanenkamm, wo man einen tollen Talblick auf Kitzbühel hat und Richtung Korsa. Und schauen wir mal, was es hier gibt. Im Moment ist es ein bisschen neblig, aber das gibt ja oft ganz tolle Stimmungen und Bilder. Ich nehme für meine Buchprojekte wirklich viel Zeit, im Schnitt um die 5 Jahre, von der Idee bis zum fertigen Buch. Am Anfang ist es ja im Prinzip Recherche, dass ich halt irrsinnig viel unterwegs bin, irrsinnig viel mit den Leuten rede über alles Mögliche, um einfach selber ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen und zu sehen, wo sind auch die schönsten Motive. Ich bin am Anfang auch viel ohne Kamera unterwegs, mit dem Radl zu Fuß auf den Berg, mit meinem Smartphone, ein bisschen recherchieren, ein bisschen Schnappschüsse machen, Fotonotizen machen. Und dann überlege ich mir, was sind die wichtigsten Motive fürs Buch, wann kann man die am besten umsetzen, zu welcher Jahreszeit, wann ist das Licht am schönsten. Und parallel entstehen viele persönliche Kontakte zu den Leuten. Und bei manchen vertieft sich das so weit, dass ich dann sage, okay, die möchte ich haben für mein Buch. Das Buch entwickelt sich eigentlich mit der Zeit, eben durch die Recherchen. Und dann fange ich meistens mit den Motiven an, ich sage immer die Must-Have-Motive. Es gibt für jedes Thema Motive, die müssen drin sein. Und das ist jetzt bei meinem neuen Buch, keine Ahnung, zum Beispiel dieser Reitblick vom Griersbach-Bauern, der ist einfach gesetzt für mich. Oder in Jochberg, dieser gigantische Blick mit dem Groß-Venediger im Hintergrund. Oder in Kitzbichl, der Blick vom Lebenberg oder am Schwarzsee in Stadel. Das sind einfach Motive, die sind gesetzt für mich und drumherum passiert dann der Rest. Und manchmal, ich bin eigentlich eher einer, der inszeniert, aber es entstehen auch manchmal spontane Geschichten. Also weil ich habe zum Beispiel einmal ein wahnsinns Morgenrot erwischt in Reit, das was so nicht geplant war. Ja, jetzt bin ich in der heißen Phase von meinem neuen Buch, das heißt übrigens Daheim. Es geht um die 4 Orte Kitzbühel, Reit, Aurach und Jochberg. Und im Moment sind wir gerade beim Texten, das gehört ja auch dazu. Jedes Bild muss poetisch getextet werden, da hilft mir mein Papa. Und jetzt sind wir Tag und Nacht beim Texten. Die ganzen Bilder müssen bearbeitet werden, müssen vorbereitet werden für den Druck. Mit der Buchbinderei gibt es Gespräche, weil das ist beim neuen Buch auch was Besonderes. Wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen darf, es ist nicht nur ein fotografischer Genuss, sondern auch ein haptischer Genuss, weil ich das erste Mal auf einen Schutzumschlag verzichte und stattdessen das Cover, also diesen Umschlag, extrem hochwertig ausstatte, mit Leinen, mit Prägungen und so weiter. Das muss man auch alles im Vorfeld testen, abklären. Und dann in Kürze geht es in Druck und dann sind die Tage trotzdem weitergetaktet, die Buchpräsentation muss vorbereitet werden, die Pressetermine stehen an und. Also es ist jede Menge zu tun. Aber es ist eine sehr schöne Arbeit und umso schöner ist dann, wenn es fertig ist. Welche Plätze würdest du jetzt mit uns teilen, sag jetzt mal, oder uns verraten? Ja, so richtige Geheimtipps, glaube ich, Geheimtipps gibt es bei uns kaum noch, weil es eben sehr viel Leute da unterwegs sind, sehr touristischer ist. Aber was ich sehr gern habe und wo ich sehr gern bin, sind unsere Bergseen. Zum Beispiel die Blaue Lacke in Jochberg, der Thorsee oder die Roskarlacken im Auracher Wüder im Graben. Da fühle ich mich besonders wohl und das sind auch für mich in einer gewissen Art und Weise Kraftplätze. Und so Bergseen liegen mir sehr am Herzen. Auf jeden Fall danke der Energie, wenn ich in den Berg bin. Es ist generell so, nicht nur als Fotograf. Ich glaube, jeder, der am Berg oben steht und oben schaut ins Tal, da wird alles irgendwie leichter. Der Rucksack bleibt unten und ich glaube, das ist für jeden was Tolles, am Berg zu stehen. Und gibt dir Kraft und wenn du wieder runterkommst in den Tal, dann bist du wieder richtig aufgeladen. Oder wenn ich mal eine Runde um den Schwarzsee gehe zum Beispiel, das gibt mir auch was. Ganz in der Früh oder ganz am Abend. Was verbindet jetzt unsere Region, die Orte, die du genannt hast? Im Prinzip ist ja alles eine Gegend. Was möchtest du uns da mitgeben? Also das Wichtigste, was ich dazu sagen will, ist, dass es wirklich ganz ein besonderer Ort ist, ganz ein toller Ort zu leben und dass man das schätzen muss. Vor allem, wenn man auch andere Gegenden kennt, umso mehr. Und dass man die Gesamtheit auch zu schätzen weiß. Wir sind eine Region. Vielleicht nicht so dieses Kirchturm-Denken, was nach wie vor sehr verankert ist, aber ich sehe das eher so als die Region, die Kitzbühler Alpen, ortsübergreifend. Und so sehe ich das, so lebe ich.